Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, ich habe jetzt zwischen Folgen ein paar Jagdaufträge gemacht. So circa 6-7 Stunden. Und wir sind jetzt, ich glaube, Rang 7. Vorher waren wir Rang 4. Und naja, es war jetzt nichts Besonderes dabei. Die 4-5 besonderen Aufträge in Les Talum habe ich noch aufgehoben. Die machen wir noch. Aber jetzt machen wir erstmal... Gut, was machen wir denn erstmal? Gut, dann muss ich mal gucken. Also, da muss ich erst mit dem Noctis Angeln Level 10, glaube ich, schaffen. Habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Und hier können wir auch weitermachen. Und die Baluv-Minen. Machen wir erstmal das. Ein Rätsel in mehreren Akten. So, dann fahren wir mal zurück nach Cap Cam und reisen direkt hin. Ja, und da sind wir nun auch schon. So, dann laufen wir erstmal nach oben. Mal schauen, vielleicht sind die Karotten ja auch schon fertig. Dann können wir vielleicht wieder eine neue Waffe eintauschen oder was anderes. Je nachdem, mal schauen. Dum, 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 dum. So, Karottchen sind... Wow. Zwei Stück. Yay. Diese Ausbeute. So. Hier gibt's gute Böden. Das fördert den Geschmack. Ich habe zwei Stück. Wenn ihr was übrig habt, gebt mir bitte Bescheid. Ich nehm's euch gerne ab. Ja, gerade haben wir nicht wirklich was übrig. So, und diesen Auftrag, den hatten wir damals irgendwie versucht zu finden. Ganz schön windig geworden. Aber... Ruiniert mir noch die Frisur! Ich frage mich, ob das ein Sturm ist oder nur das Terrain. Sorg dich lieber darum, dass dir nichts wegfliegt. Ja, und zwar, man konnte damals nicht nach oben fahren, glaube ich zumindest. Und ja, ich denke mal, dieses Ding liegt da oben. Weil der Pfeil nämlich immer noch nach oben zeigt auf der Minimap. So, nach oben zur Aussichtsplattform. So, und das sind wir auch schon. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Ja, ganz schön hoch. Da gibt's Lasst uns hier ein Foto machen. Foto? Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Oh, großartig. Gut, Foto haben wir. Und da liegt auch der Papierfetzen. Seltsamer Zeitvertreib. Ist das noch weit bis zum Schatz? So. Wir haben ein Papierfetzen gefunden. Und das war's anscheinend. Ja, gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt mal die Erforschung der Baluv-Minen. So. Ach, die sind das gut. Da müssen wir mal gucken, weil wir... Da hat die Frau damals gesagt, dass wir dazu einen Schlüssel benötigen und soweit ich weiß, haben wir keinen Schlüssel. Also mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt doch irgendwie einen Schlüssel. Mal schauen.
So, uns fehlen nämlich immer noch... Ja doch, zwei Königswaffen fehlen uns noch. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Wir haben... Hier den Malmal am Wald haben wir. Den Ravatoga haben wir auch. Die Greyshear-Grotte haben wir auch. Den Myrlwald ebenfalls, genauso wie das Stalif-Ruinen-Dungeon, sage ich einfach mal. Dann die Daurel-Höhlen haben wir erst gemacht. Dann die Froschow-Höhle ebenso, genauso wie den Küstenmarkturm. Hurra! Ja, die Baloo-Fremin, da wollen wir ja jetzt hin. Die Keikatrich-Schanze haben wir eigentlich auch erledigt. Genauso wie Grestholm-Aquädukte. Und uns fehlen noch zwei Waffen. Hm. Was sehe ich denn da? Eine Quest von der Sanya. Oh Gott. Ja gut. Dann gehen wir erstmal dahin, wenn es da eine Quest gibt. Da, 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 da. Vielleicht bringen uns die Aufgaben ja endlich mal zum nächsten Königsgrab, sag ich jetzt mal. Weil ich wüsste jetzt nur noch diese eine Mine, wo eventuell ein Königsgrab drin sein könnte. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Und ich weiß, ich könnte im Internet nachgucken, aber ich gucke so ungern nach. Weil ich entdecke das lieber recht gerne selber. Außer ich bin total planlos und ja, habe überhaupt keine Ahnung. Dann muss ich gezwungenermaßen dahin schauen. Also im Internet. Aber sonst mache ich das alles ohne. So. Da reisen wir einmal direkt hin und dann, ja, gucken wir mal die Nebenaufgabe an. Wie wär's mit einer Pause? So, und da sind wir jetzt auch schon. So, Sanya. Mal gucken, was wir wieder für dich tun sollen. Euer Lerneifer ist wirklich vorbildlich. Hier ist eure nächste Aufgabe. Meint ihr, ihr schafft das? Ganz bestimmt, oder? Greife, eine Greifenfeder besorgen. Wenn ich könnte, würde ich ja gern alles alleine sammeln. Für was brauchst du denn jetzt eine Greifenfeder und vor allem wo? Oder woher? Hä? In das Talum? Passt auf, dass ihr eure Funde nicht verliert. Am besten ihr bringt sie mir sofort. Okay, in das Talum eine Greifenfeder. Wirklich Dr. Jäger ist? Keine Ahnung. Ja gut, das muss ich aber jetzt mal untersuchen. Weil in Listalum eine Greifenfeder bekommen, das ist jetzt nicht so üblich. Eigentlich. Naja, mal gucken. Wir reisen da mal fix hin und schauen das uns mal an. Ist das wieder heiß hier? Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl, was? Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch! Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Ah ja. Ja, gut. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir diese Greifenfeder bekommen. Bin ich da jetzt falsch? Ja, da bin ich falsch abgebogen. Supi.
So, jetzt da entlang. Sag mir jetzt nicht, ich muss die einfach einkaufen. Was für ein Trubel. Anscheinend doch. Oder liegt die hier am Boden? Hallo? Hallo auch. Na, was kann ich euch heute Gutes tun? Gut, die habe ich ja eigentlich alle schon erledigt. Das war der einzige Greif, der dabei war. Hm. Ja, weiß ich zu schätzen. Das muss dann wohl das sein, was ich machen soll. Deckt euch mit Heiltränken ein. Das ist ja doof, dass ich jetzt damals die Greifenfeder nicht bekommen habe. Sonst hätte ich die direkt abgeben können. Der Ravatore ist ein prächtiger Berg. Naja, gut. Sollte wohl nicht so sein. Jetzt gehen wir erstmal kurz pennen, weil es schon wieder dunkel wird. Und dann fahren wir mal kurz zum Auftragsziel. Hallo. Sind Sie erschöpft von der Hitze? Wir haben noch ein paar komfortable Zimmer frei. Ja, schön. Dann gib mal her. Gutes Foto. Schön, das speichern wir. Und das eher nicht. So, dann mal fix zum Auto. Guten Morgen. Schön. Schön Radio. Wo werden Sie auf Ihrer nächsten Reise? Eine Durchsage der Veldatio jetzt? Gut, was Neues gibt's da nicht. So, Auto. Da bist du. Ach ja, genau. Und auf beim Auto habe ich auch noch einen Sticker angebracht. Diesen kleinen Bomber. Den fand ich irgendwie passend. So, automatisch fahren zum Aufgabenziel dort unten. Ja, da reisen wir wieder hin. Geht schneller. Lasst nichts liegen. Okay, Abmarsch. So, und da sind wir. Gut, dann mal auf zum Greif. So, wo ist er denn? Ich höre ihn schon. Na, wo hat er sich versteckt? Drache nicht direkt, aber ja. Die Jagdsaison ist eröffnet. So, komm her, du. Da wären wir also. So, die Kommandos haben übrigens auch ein bisschen trainiert. So, erstmal Geladio mit seinem steigenden Impuls. Die werden sich wundern. Kein Problem.
gegangen. Ja. Greif, sei so lieb und gib mir bitte deine Feder. Hier bin ich! Na. Naja, ich will euch noch das Kommando von Ignis zeigen. Das ungleiche Paar. Ich deck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Schluss mit lustig! So, geh erstmal du wieder auf den Boden der Tatsachen. So, und jetzt ungleiches Paar. Boom. Wir haben die Oberhand. Na dann, lass mich das beenden. Wie fandst du das? Sauber! So. Das wäre geschafft. Lasst uns zurückgehen und zocken. Zurück wohin? Ins Hotel? Träum weiter. Gut, das Ding hat eigentlich genügend Feder. Wir könnten locker einen ausreißen. Aber ich hoffe mal, wir haben jetzt eine Feder bekommen. Sagt mir noch nichts, das Ding. Inventar. Moment, wo finde ich denn das Ding? Hier drin wahrscheinlich. So, Greifenfeder. Greifenflanke. Vielleicht hier. Greifenfeder. Komm schon. Ne. Sieht nicht so gut aus. Ja, gut. Reisen wir doch mal kurz zurück. Da gibt es einen kleinen Trick zur letzten Unterkunft. Haha. Was heißt Trick? Das ist halt so. Wir haben es noch nie benutzt. Geht einfach ein bisschen schneller. So, da sind wir ja auch schon. Jetzt geben wir den Auftrag kurz ab und hoffen, dass wir doch eine Greifenfeder zufällig bekommen. Dum, 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 dum. Na, komm, vorbei hier. So, guten Tag. Willkommen. Schön, euch wohl aufzusehen. Sieht nicht so gut aus. Ihr habt sicher Hunger. Was darf's sein? Jäger sind immer willkommen. Gut, dann nehme ich die jetzt nochmal an. Vielen Dank. Also dann, ich zähle auf euch. So. Und nochmal gucken. Nee, die führt mich immer noch nach Listalum. Ja gut, dann machen wir die. Genau, ich mache es einfach so. Ich werde zwischen Folgen oder irgendwann, wenn ich Zeit habe, diese Greifenfeder versuchen zu bekommen und dann geben wir sie im Let's Play dann ab. So. Was ist das? Da war doch. Da ist ein Auftrag. Okay, Moment. Wo ist mein Auto? Verdammt, wieso kann ich die jetzt nicht?
So, zurück zum Regal, ja bitte. Dankeschön. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf. So, automatisch fahren. Und zwar, wir wollen jetzt zu Witz Chocobo Ranch. Ja, da reisen wir nochmal automatisch hin. Jetzt. Schnell zu den Chocobos! Schön ruhig hier. So, da waren wir dann auch schon lange nicht mehr. So, aber ich habe letztens noch unseren Chocobo ein bisschen umgefärbt und auch einen anderen Namen verpasst. Den sage ich jetzt aber nicht, das werdet ihr dann irgendwann schon noch sehen. So ist die Überraschung. Oh, hallo auch. Hast du vielleicht kurz Zeit? Ja, was gibt's? Schon mal einen schwarzen Chocobo gesehen? So selten wie sie sind, würde es mich wundern. Die Tiere sind nämlich vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch ganz wenige von ihnen. Doch jetzt wurde eins ihrer Eier gesichtet. Oh, das freut mich für dich. Nur, das Muttertier war angeblich schwer verletzt. Womöglich ist ihm ein Raubtier dicht auf den Fersen. Die Jäger meinten, für den Schutz von Chocobos würde ihnen die Zeit fehlen. Dann kümmern wir uns drum. Mach dir keine Sorgen. Vom Aussterben bedroht, das Chocobo-Ei finden. Okay. Das müssen wir natürlich sofort machen. Level 18, okay. Was? Da hinten? Ja. Ich sehe schon, diese Folge muss ich sehr viel rausschneiden. Bereit für die Rettungsaktion? Ja. Von mir aus können wir sofort aufbrechen. Verstanden. Dann los. Okay. Aber nicht ohne Medizin im Gepäck. Habe ich alles dabei. Automatisch fahren zum Aufgabenziel. Ja, und da reisen wir wieder mal automatisch hin. Also los, Bewegung. So, dann suchen wir mal das Ei des schwarzen Chocobos. Hey, was sehe ich da? Ein bisschen Magie. Ich mag ja so gerne Magie einsetzen. Habe ich auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich die Magie hier leider ein bisschen, naja, ich sag's mal so, wie es ist, ein bisschen doof finde im Vergleich zu den anderen Teilen. Aber trotzdem setze ich sie gern an, weil sie nämlich teilweise richtig gut Schaden macht. So. Jetzt tun wir erstmal wieder alles zusammenmischen. Um einen schönen starken Zauber herzustellen. So, Ars Unai 3. Dreimal. Und wir fügen ein Elixier hinzu. Und fertig. Ach ja, und ich habe 99 Toti Krallen gehabt und die habe ich dann hier reingemischt und dann, also hier, und da hatte ich plötzlich 32 Stück davon. Also, so war das, falls sich jemand fragt, warum ich da so viel habe. Das war auch ein Zeitauftrag, den habe ich nämlich nebenbei ein bisschen gemacht und musste feststellen, hey, cool, zwei Stück kann ich machen. Der dritte ist ein riesiger Behemoth, der ist Level 130. Den kann ich wieder nicht machen. Also wird es ein bisschen dauern, bis ich diese 1000 Punkte zusammen habe für dieses Afro-Checks-Schwert, was ich gerne haben möchte. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. So, dann rufe ich mal unseren Chocobo. Das offensichtlich keinen Bock hat zu kommen. Ah, da ist es ja. Los, Kleiner. So, die anderen habe ich auch ein bisschen umgefärbt. So, ich habe jetzt unseren... Ist das hier? Ja, ich glaube schon. Toll. Die paar Meter, die ich mir sparen kann. Oh,
Mein kleiner Chocobo. Gut, also ich habe den Chocobo Chicken Overlord genannt. Also, ja. Ist mir halt so spontan eingefallen. Wenn euch der Name allerdings nicht gefällt, schreibt es doch einfach in die Kommentare, welchen Namen ich hingeben soll. Noct, das Ei ist in Gefahr. Schnell, sorgen wir für Ruhe. Also dann... Au. So, einmal platzen, nochmal platzen. Kabuff. Kabuff. So. Ja, guck mal, und puff. Alle fit? Das war's. Das Ei ist in Ordnung, aber wo steckt die Mutter? Nicht zu sehen. Oh, was? Alter, ich hab echt ein Talent, in diesem Spiel die ganzen Bugs zu finden. Gut, was wollte ich sagen? Ach ja, der Ring ist total mächtig. Bisschen zu mächtig. So, das kleine Chocobo-Ei. Es ist noch ganz warm. Schnell zu Biss, bevor es zu stark abkühlt. Los, gehen wir. Willst du das Chocobo-Ei bringen? So, wir könnten es theoretisch Stunden oder Wochen einfach mal umherfahren und dieses Ei gar nicht abgeben. Aber... Was? Ach, da hinten. Aber wir sind hier so nett und wollen den kleinen Chocobo helfen, deswegen bringen wir das Ei ganz, ganz schnell zurück zu Wiss. So. Automatisch fahren zum Aufgabenziel Wiss Chocobo Ranch und da reise ich wieder mal hin automatisch. Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. So, wir zurück bei der Chocobo Ranch. So, den schnell das Ei abgeben. Ist das das Ei? Es lag schutzlos herum, aber immerhin ist es noch warm. Vielen Dank. Ich lege es gleich unter eine Wärmelampe. Von der Mutter gab es keine Spur. Verstehe. Da kann man nichts machen. Um das Ei werde ich mich persönlich kümmern. Das Küken wird schlüpfen. Viel Erfolg. Wenn es soweit ist, melde ich mich. Dann könnt ihr den Piepmatz besuchen. Klar, Ehrensache. Danke. Habt euch die Belohnung redlich verdient. Hier ist ganz neu in meinem Sortiment. Bei Wiss ist das Ei in guten Händen. Jetzt ist Geduld gefragt. Das Küken ist bestimmt voll süß. Ich freue mich schon so. Ich mich auch. Ach cool, wir müssen sogar warten auf das Schlüpfen des Eis. Ach, das ist ja cool. Das freut mich jetzt schon. So, und wir haben Sylkiskraut bekommen. Ich glaube, das ist... Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Das ist sogar was für eine neue Farbe? Nö. Gut, ich habe jedenfalls gelesen, bis zum nächsten Mal, dass man bei diesem Chocobo-Rennen auch hier irgendwo Bären finden kann, also abseits der Rennstrecke, die dann verschiedene Farben des Chocobos freischalten. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo eine Karte finde. Dann lege ich mir den mal hier hin und dann machen wir das. Das wird ja bestimmt nicht so lange dauern. Aber jetzt machen wir erstmal, zack, das hier. Erstmal speichern. So, genau. Hier habe ich letztes Mal abgespeichert. Das war die letzte Folge, die ich aufgenommen habe. Das war... Oh, okay. 9 Stunden. Krass. Ja. Und das nur... Jagdaufträge. Boah. Ja, das wären 18 Folgen gewesen. Die habe ich zum Glück euch alle erspart. Das war nicht zum größten Teil langweilig. Na gut,
Das war's jedenfalls für die Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.